Heute geht es mal um das Thema Tagebuch. Ich habe mir vor geraumer Zeit ein Buch gekauft, das ich mir immer abends vornehme und dann die einzelnen Rubriken, zum Beispiel, ich bin dankbar, wofür? Oder was habe ich heute anderen Menschen Gutes getan? Oder auch, was habe ich heute an tollen Dingen erlebt? Da habe ich zum Beispiel gestern eingeschrieben in der Rubrik, ich bin dankbar. Ich bin dankbar dafür, dass ich gestern früh zeitig genug losgefahren bin, weil kurz hinter Grimma, so vor Döbeln, auf der Autobahn 14, auf meinem Weg nach Dresden, habe ich den Verkehrsfunk gehört und hat es geheißen, Vollsperrung der Autobahn bei Kleinpösner. Da, wo ich eigentlich gerade eine halbe Stunde vorher vorbeigefahren bin, da ist offenbar von der Autobahnbrücke jemand, der nicht mehr leben wollte, der seine Lebensfreude verloren hat, selbstmörderisch von der Brücke gesprungen in den laufenden Autobahnverkehr rein. Und die Autofahrer Tempo 100, Tempo 120 waren natürlich unter Schock. Sie haben erst mal gesehen, da springt jemand, haben gebremst, sind ausgewichen. Dadurch gab es eine Massenkarambolage von 8 oder 9 oder ich glaube sogar 10 Fahrzeugen, alle unverschuldet in diese Situation geraten, weil jemand einfach keine Lust mehr hatte zu leben und auf diese Art und Weise aus dem Leben scheiden wollte. Aber zum Thema Tagebuch wollte ich eigentlich ein paar Sätze loswerden. Zum Pflegetagebuch, das man für seine Eltern oder Großeltern unbedingt anlegen sollte, kann ganz wichtig werden, wenn es um die Einstufung bei der Pflege geht. Die alten Menschen sind manchmal so stolz. Und wenn der medizinische Dienst der Krankenkasse dann im Zimmer sitzt und die Fragen stellt, können Sie denn noch die Haare kämmen, dann ist die Mutti oder die Oma zu stolz, um einzugestehen, naja, ich komme mit der Hand dann nicht mehr so richtig ran. Dann sagt ihr einfach ja. Und dieses Ja ist das Kreuzchen denn da drin. Und am Ende dient das Kreuzchen auch dazu, vielleicht als Pflegekasse nicht zahlen zu müssen, weil die Zeiten, die gebraucht werden für bestimmte Handgriffe, nicht zusammenkommen. Und deswegen ist ein Tagebuch, ein Pflegetagebuch, eine ganz gute Sache. Was da rein muss, wie man es anlegt, welche Gültigkeit es hat, welche Beweiskraft, wenn es um die entscheidende Frage geht, braucht die Mutter Unterstützung, wie viel Zeit am Tage ist nötig. Dieses Tagebuch stellen wir Ihnen vor bei uns in der Rubrik von moneycheck.de, ganz ausführlich, schriftlich, besser noch, als man das hier mündlich erklären kann. Aber die Botschaft soll heißen, anlegen, es hat Beweiskraft, es ist wichtig und deswegen ruhig bei Zeiten mit diesen Aufzeichnungen, mit diesen wichtigen Notizen beginnen. Noch einen schönen Tag. Tschüss, Peter Escher.